Bruder, der das mitleidige, den mitleidigen Blick mit jedem gewordenen, mit jeder gewordenen Existenz von Anfang an hatte, indem er verstand, was das endgültige, unausweichliche für alle sein würde. Und dass all diese ephemeren Alltagsbemühungen lächerlich sind angesichts der einen einzigen Frage, auf die es allein ankommt, dass man während einer kurzen Existenz ars longa vita brevis die Frage beantwortet kriegt, warum ist diese Existenz, warum bin ich zur Existenz gekommen, wenn doch alles ultimativ grundsätzlich auf das Gleiche, Unvermeidliche hinausläuft, das unabwendbar ist. Warum also hat da etwas wie mich oder auch alles andere entstehen lassen, wenn doch das Ziel, das Ergebnis immer von vornherein feststeht? Und so machen sich alle Menschen etwas vor, zum Beispiel bei diesem partikular immanenten Universalisieren eines Global-Rundbewusstseins. In Wirklichkeit hat man keinen Zugang zum Beispiel zu diesem wunderschönen Blick, so sagt man sich, so wunderschön, so wunderschön, so wunderschön. Man muss es sich so lange vorsagen, bis man es glaubt. Dieses monströse, unverständliche, unendliche, nicht begreifbare, viel zu schnelle Glitzern und Glimmern und immer sich bewegen müssende und immer vergehen müssende. Also man tut so, als ob man zu dieser Naturerfahrung Berührungsmöglichkeiten hätte, aber das sind selbstsuggestive Beschwichtigungen, Tröstungen. Ich bin ein Teil dieses größeren Teils und darin bin ich für den Moment wenigstens aufgehoben und nichts will mir etwas Böses und so weiter. In Wirklichkeit sind alle Dinge nur erfahrbar und relevant, die wie bei Tieren oder Katzen irgendwie funktionieren. Das, was uns tatsächlich direkt betrifft und leibliche Erfahrungen ermöglicht, das ist das Fressen, das Verdauen und das Scheißen. Also die Einverleibungs- und Wiederausverleibungsakte, wozu auch die Sexualität gehört. Und dann noch das Kuhätter, das interne Wahrnehmungsgefühl der Lunge, des Herzschlags, der Organe, die eine Botschaft senden können, einschließlich desjenigen, die die oberen Säfte an Vorstellungen und Gedanken absondert. Wir haben keinen Zugang zum Realen. Das Reale bleibt immer unwirklich verschleiert. Wir haben nur Zugang zu unseren Projektionen dessen, die wir uns vom Außen machen, und die beschäftigen uns mehr und lenken uns ab, sodass wir die letzte aller Fragen, auf die es einzig ankommt, denn wie Schopenhauer richtig bemerkt hat, die Bilanz der letzte Gedanken von hinten, das letzte Gefühl von hinten wertet alle anderen Werte um, auf die es ankommt. Warum werde ich da gewesen sein? Zu welchem Behufe, zu welchem Zweck hat mich das in die Existenz geworfen?
um welche Frage zu beantworten, warum ich und wozu ich hier bin, wie die Frage und wie die Antwort lautet hierzu. Einen Teil davon haben wir ein paar Videos vorher schon mitgeteilt. Man kann die Frage nach der Infragestellung, nach der Skepsis, nach der Verunwirklichung anders beantworten, als das bislang beantwortet wurde. Man kann die Frage nach der danach, warum das Selbst, das Sein selbst nicht weiß, wozu es da ist und warum es Reflexionswesen offenbar erschaffen musste als Unfall in der Welt, um für es diese Frage beantworten zu sollen und die sich dann vormachen, sie könnten es. Man kann diese Verunwirklichung als Strukturelement dessen erkennen, wie es konstruiert ist. Und dieses zu erkennen in seiner Nichtfassbarkeit und Nichtlösbarkeit ist ein Teil der Beantwortung der Frage, ein Teil des Rätsels der Frage.